Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Final Fantasy 14 The Realm Reborn. Ich bin es am Simmerfix. Ihr seht, Leute, die Party ist ausgebrochen. Der Sommer ist da. Und das bedeutet natürlich für uns eine neue Sidequest, die wir hier nun starten können. Ich habe hier auf dem Beginn nun hier gefunden. Der Vollmond der Regen ist bereits voll im Gange. Wenn du was wissen möchtest, kannst du mich gerne fragen. Was ist das Vollmondring? Der Vollmondregen wurde ursprünglich von Kaskadern der Abenteuergilde ins Leben gerufen, um Abenteurer für den Kampf gegen eine Invasion von Knalltomaten zu mobilisieren. Weil dabei so viel Spaß hatten, entschied die Gilde daraus ein jährliches Sommerfest zu machen. Auch wenn meine Knalltomaten im Flug sind, organisiert wird es vom Komitee der Kaskadeure und dessen Komiteevorsitzender Herr Mega. Herr Mega liegt viel daran, jedem Zuschauer vor Augen zu führen, wie spannend das Abenteuerleben ist, um sie für die Gilden zu begeistern. Für diesen Zweck legen, das Fest wird wieder mit der großzügigen Unterstützung von Gigerugo an der Sonnenküste gefeiert. Ich hoffe, du kannst mitfahren. Gigerugo, der Mann der Delikatessen. Willkommen, Wetterabenteurer. Der Sommer ist dieses Jahr ordentlich schweißtreibend, was? Aber endlich ist auch wieder Zeit für den Vollmondregen. Ich erspare dir die ganze Geschichte des Festes. Was ich dir mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er sich zu dieser erstklassigen Werbeplattform für die Abenteuergilde entwickelt hat. Da werden wir wieder unser Bestes geben, um uns Besucher für unsere Arbeit zu begeistern. Der Vollmondparcours ist nach wie vor eine beliebteste Hauptattraktion. An der Sonnenküste herrscht jetzt ein großer Andrang, weil sich eine große Schar von Herausforderungen eingefunden hat. Deshalb ist jede helfende Hand hier willkommen. Falls du Interesse hast, melde dich auch beim Komiteevorsitzenden Herr Mega an der Sonnenküste an. Machen wir. Davor machen wir nochmal wieder die Inhaltssuche, was ich hier komplett ignoriert habe, selbstverständlich. Und zwar Garuda müssen wir hier machen. Sollte irgendein Doofer gerade in der Sekunde ebenfalls das wollen. Und dann warpen wir uns an die Sonnenküste. Da waren wir beim letzten Mal schon. Ich habe hier irgendwie nur den Einstieg falsch gehabt. So. Ruhig, Max. Aber mich triggert das gerade echt mit dieser blöden Quest. Jetzt wäre ich endlich mal ready, die hier abzuschließen. Und dann wird es mir einfach nicht gegönnt. Dann wird mir einfach gesagt, Max, du kommst denn an die blöden Level-Made. Ne, weil ich habe nämlich geschaut, ich müsste jetzt für meinen Crafting-Job müsste ich Ulmen-Sachen herstellen. Und ich kann keine Ulmen-Sachen herstellen, weil die muss ich, kann ich mir entweder zusammensammeln als Botaniker, wo ich da auf keinen Bock habe, oder kaufen. Und kaufen kann ich mir den Lavendel-Mäden. Aber ich komme ja nicht zu den Lavendel-Mäden. Sehr deprimiert. Ich muss jetzt echt Gärtner werden, bevor ich hier weitermachen kann. So, ist hier Partyfieber oder wie? Herzlich willkommen an der Sonnenküste. Du siehst nicht aus, als würdest du von hier kommen. Nein, das ist eher wie ein Abenteurer aus. Sag bloß, Major Moro hat dich geschickt, um uns zu helfen. Wir vom Komitee der Kaskadeure wollen den Besuchern der Feuermondregens ein einmaliges Erlebnis bieten. Lass mich dir kurz erklären, worum es geht. Nein. Bei den Ohren wird das Gekreische sicher nicht den Gang sein. In meinem Feuermondparcours herrscht eine Bombenstimmung. Und das Eis sorgt für eine willkommene Abkühlung bei diesen Temperaturen. Wir haben sogar kuschelige Eisbären. Wieso stehen die? Außerdem wollen wir dieses Mal ein wenig fernöstliche Stimmung verbreiten. Wie ich hörte, benutzen sie dort bei manchen Festen große Fächer, um das Böse zu vertreiben. Damit das Ganze auch wirklich authentisch wirkt, haben wir sogar einen fernöstlichen Handwerker mit der Herstellung beauftragt. Herausgekommen sind knallrote Fächer, wie wir geschaffen sind für den Vollmondregen. Dieses Fest wird schließlich alljährlich in Erinnerung an die Vertreibung der Knallomaten veranstaltet. Glücksverheißende riesige Fächer passen da einfach perfekt. Wir freuen uns über den großen Andrang, aber dass so viele Leute kommen würden, hat mich schon überrascht. Daher müssen wir dringend das Sicherheitspersonal aufstocken. Du hattest also nicht wirklich einen besseren Zeitpunkt kommen können. Denn momentan stünde einfach niemand zur Verfügung, falls etwas passieren sollte. Ah, ein Ungehört zur Hilfe! Was, ein Ungehört? Das könnte Panik unter Besuchern verursachen. Scheint, das gäbe ist direkt Arbeit für dich. Ich werde die Leute eher beruhigen. Sehe du nach, was passiert ist. Die Schreie kamen aus nördlicher Richtung. Keiner macht meinen Sommer kaputt! Niemand!
Glaub mir, das war ein schreckliches Ungeheuer. Es hat aus den Schatten eines Felsens hierher gestarrt und sich ganz seltsam bewegt und dann ist es in Richtung Osten abgehört. Wenn es diese Bestie angreift, oh, ich mag gar nicht das ausmalen. Verzeih mir, aber ich muss jetzt erstmal beruhigen, sonst drehe ich hier noch durch. War wahrscheinlich nur ein Spanner. Bist du der Spanner? Beobachtest du die Ladies beim in ihren Bikinis? Das geht gar nicht. Oh Leute, ich liebe die Lanze so sehr. Das sieht so cool aus. Allein dieser Soundeffekt immer. Verdammt, dieser Ungeheuer hat so echt drauf. Tanzt einfach mal so viel besser als ich. Muss ich leider zugeben. Ich war gerade dabei, ein paar Schritte einzuüben und auf einmal rückt er dieser grüne Schuft hier an und fordert mich mit seinem Blick heraus. Fegt einmal mit dem Affenzahn den Tanzweg und verschwindet genauso schnell wieder, wie er gekommen ist. Kein Plan, wohin das Ungeheuer plötzlich abgezischt ist. Aber es hat vorhin bei seinem wilden Tanz etwas verloren, glaube ich. Na, aber ist mir auch egal. Nach der Schmach brauche ich dringend eine Abkühlung. Lass mir ruft, der Sommer wartet. Wenn du willst, kannst du ja noch gucken, was dieses Wesen verloren hat. Mach's gut. Was ist eigentlich der Feuerparcours? Ich sehe da hinten so Explosionen. Das hört sich nicht gut an. Das hat eine Sei. Na sowas. Wenn das kein fleißiger Abenteurer ist, bist du sicher auf den Wunsch von Herrn Mega hier, oder? Ich bin Belfordin vom Komitee der Kaskadäre. Wir haben gehört, dass sich ein grünes Ungetüm hier rumtreiben soll. Weißt du schon Näheres drüber? Wieso habt ihr so Beach-Uniform und ich nicht? Oh, das hast du gefunden? Ist das eine Nadel? Es könnte ein Kaktor gewesen sein. Feuerwerk? Was? Aber wir sind doch in La Nuesca. Was sollte denn ein Kaktor hier zu suchen haben? Es tut mir so leid. Ihr seid doch die Freundin von Meister Gigero, richtig? Ich erinnere mich, euch unter den Gästen gesehen zu haben. Ja, richtig. Mein Name ist Mimia und ich komme aus Ulda. Ich habe mich so über diese Einladung gefreut, wollte aber nicht alleine kommen. Also habe ich über meine Haustiere bekommen. Aber nun ist mein kleiner Kaktor einfach abgehauen. Der war noch ganz brav, als wir Gigeru begrüßt haben. Und hat sich sogar von ihm streicheln lassen. Ich dachte, ich könnte ihn kurz alleine lassen, um mir was zu trinken zu holen. Und da ist er plötzlich wie verrückt losgerast und war nicht mehr aufzuhalten. Was ist noch nie passiert, wirklich? Als ich zurückkam, war er schon über alle Berge. Wir haben es also mit einem aus der Randbahn geratenen Kaktor zu tun. Da die Sicherheit der Gäste für uns an erster Stelle steht, müssen wir dieses Ungeheuer ernsthaft beseitigen. Beseitigen? Aber der Kleine würde nie absichtlich jemanden verletzen. Ich habe ihn noch doch vom Zahn aus hochgezogen. Er ist ganz zahm. Diesen Einwand kann ich zwar nachvollziehen. Und für euch als Freundin von Meister Gigeru möchten wir diesen Wunsch natürlich auch nachkommen und diese Sache klären, ohne viel Aufsehen zu erregen, aber... Nun gut, unschädlich machen müssen wir ihn ja auch nur im äußersten Notfall. Überlegen wir uns erstmal, wie wir den Kacko einfangen können. Wir müssen mit Bedacht vorgehen, denn eine Panik unter den Gästen wäre das Letzte, was wir gebrauchen können. Ein großer Suchtrupp würde den Kaktor sicherlich fast nur nervös machen. Versuchen wir also, ihn zu suchen. Richtig. Wir lösen dieses Kaktor-Problem ganz souverän. Noch ist nicht viel Zeit vergangen. Er müsste noch in der Nähe sein. Am besten ist es, wenn wir uns aufteilen. Könntest du im Westen nach dem Kaktor umsehen? Leute, ich möchte das Feuerwerk sehen. Komm. Alles gut. Ja, wir werden die Kaktor... Ja, jetzt zeig mir das Feuerwerk. Oh, sieht das schön aus. Sehr schön. Hier geht er richtig Party ab. Und das die ganze Nacht, liebe Leute. Schrecken wir gleich wieder die Kobolde auf. Willkommen zum diesjährigen Vollmondring an der Sonnenküste. Hast du eine Frage? Immer raus mit. Ich wollte eigentlich... Nur schauen, ob du hier was findest. Mir macht zwar trotzdem irgendwie hier...
dieser Parcours ein bisschen Angst, liebe Leute, weil ich sehe da mit einer Explosion. Oh, da ist ja der Kaktor. Das ist der erste Kaktor, den wir hier in dem Spiel sehen, liebe Leute. 50 Stunden hat es gebraucht. Der tanzt ja echt hart. Ozean, du hast ihn gefunden. Schön und gut, aber wie sollen wir ihn fangen? Wir kommen doch nicht näher ran. Dieser Kaktus ist ja außer Rand und Band. Er scheint eine bedrohliche Aura zu umgehen, die man regelrecht greifen kann. Das habe ich ihn noch nie gesehen. Gigeru meinte auch, er wirkte, als wäre der Blut plötzlich erst böse in ihn gefahren. Ob diese geheimnisvolle Aura die Ursache für sein Verhalten sein könnte? Vielleicht hilft es, wenn wir sie wegblasen. Wie ist es, wenn wir einen Fächer benutzen? Oh, da fällt mir ein, dass im Fernen Osten das Böse mit Fächern vertrieben wird. Hat der Herr Mega nicht welche anfertigen lassen? Das könnte klappen. Zum Glück hat der Mega mir vorhin einen Fächer belassen. Na, dann können wir doch mal, dann fächern wir doch mal, was das Zeug hält. Heio! Oh, wie gefällt dir der Fächer, du Verrecher? Oh, ein putziger Kaktus. Puh, damit wäre es geschafft. Ich möchte ungern die Freunde drüben, aber... Ich habe noch 6 weitere Kaktoren hierher gebracht, die ebenfalls ausgebüxt sind. Man hatte vorher vor lauter Aufregung vorher wohl vergessen, sie zu erwähnen. Das hier ist Stachelchen. Und dann hätten wir noch Stacheline und Stachelbeert und... Schon gehört, wir haben verstanden. Was für wichtig ist, müssen wir alle etwa einfangen? Echt jetzt? Also müssen wir vermutlich nicht nur in Landesinnern, sondern auch an der Küste suchen. Stachelbeert. Na gut, bringen wir es hinter uns. Hier, jeder von euch kriegt einen Fächer. Und dann spielen wir ein bisschen Wedel-Exorzist. Auf geht's, suchen wir die Kaktoren. Okay, saisonelles Ereignis abgeschlossen. Stacheline, du hast den Mo-Großfächer gelernt. Emote, warte mal. Wo ist mein Fächer? Heia! Heia! Gut, sieht aus, als wären wir alle bereit. Lasst uns mal, den Ablauf durchgehen. Wir schwärmen aus und suchen die Kaktoren mit diesen Fächern. In unseren Händen sollten sie leicht fangen lassen. Am Ende treffen wir uns dann wieder hier. Du übernimmst die Küste im Südwesten. Bitte lass mir die markiert sein. Ich habe keine Lust, jetzt hier auf Kaktorensuche zu gehen. Selbst mit Flying Torgel könnte es schwer werden. So, mein kleiner grüner Kaktus sitzt auf dem Balkon. Hollari, hollaro, hollaro. Und da ist er schon, mein Kaktor. Heia! Heia! Weiche von dir, Kraft des Bösens. Durch die zugefächerte Luft wirkt der Kaktor auf einmal wie ausgewechselt. Anscheinend ist er nicht mehr besessen. Kaktor nähert sich ohne Furcht. Du fängst ihn problemlos ein. Das war sicher Stachelbeert. Der Soundeffekt. Der Soundeffekt ist immer cool gewesen. Ja, Kaktoren ist natürlich so eine der klassischen Final Fantasy Gegner-Konkurrenten hier.
sind ja immer bekannt dafür, dass die immer sehr hohe Ausweichrate haben und dass man sie nicht treffen kann. Und ihr Move ist ja immer dann dieser 1000-Stachel-Move. Gefährliches Ding. Stachelbeert. Stacheline. Also von dem, wie es es auf der Karte gibt, hätte ich jetzt... Ah, genau, da ist er. Der wildgewordene Gaktus. Kannst Mini-Torgels Nase nicht widerstehen. Der findet euch alle. Der kann alles aufschnüffeln. So, wenn jeder von euch zwei hier gefunden hat, dass ich mal bezweifle, dann wäre das natürlich cool. Aber wahrscheinlich sagen sie, wir haben gar keinen gefunden. Das ist auch ein Effekt. Und ich muss alle finden, aber okay. Dörgels Sturzflug! Der Wassereffekt ist so cool. Bist du viel herumgerannt, oder? Hast du ein paar Kakteen gefunden? Yo. Oh, die hätte ich behalten können, oder? Danke, damit hätten wir 7 Kakteen gesammelt. Unsere Stachling-Freunde hat dieser Vorfall sicher auch ganz schön mitgenommen. Bringen wir fürs erste Erholung in den Schatten, so können wir sie besser im Auge behalten. Oh, da komme ich auch mit. Wieso wollt ihr... Verlasst ihr mich? Wie gut, dass wir dieses Problem aus der Welt geschafft haben. Jetzt kann es vom Vollmondregen so richtig rumgehen. Sag du schnell dem Komiteevorsitzenden Hamega Bescheid. Selbstverständlich. Auch wenn so eine stachelige Party schon was hat. Hallo Maxi, ich habe schon gehört, dass dank deiner Hilfe alle Kakteen wieder beisammen sind. Ich glaube, die Besucher haben Glück auch kaum etwas mitbekommen. Diese bedrohliche Aura, die die Kakteen umgeben hat, gibt mir allerdings schon zu denken. Es ist zwar diesmal alles gut ausgegangen, aber wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass sowas nochmal passiert. Die Kakteen rufen sich gerade etwas aus. Keine Sorge, für die Bewachung ist natürlich gesorgt. Es tut mir so leid. Ich bin für diesen ganzen Tumult verantwortlich. Wie gut, dass sich alles geklärt hat. Mein Kätzchen waren auch ganz verängstigt. Auch wenn ich zugeben muss, dass ihr Tanz etwas Faszinierendes an sich hatte. Könnte man den nicht vielleicht auf die Bühne bringen? Oh, aber natürlich. Bestimmt kann ich ihm beibringen, wie man... Auf keinen Fall. Wenn sie wieder außer Kontrolle verlieren. Diesmal hatten wir Glück, dass die Fächer so gut gewirkt haben. Aber schlimmstenfalls hätten wir die Kakteen unschädlich machen müssen. Oh, unschädlich, Mann. Oh nein, bitte nicht. Ich verspreche, dass ich die Kleinen nie wieder aus dem Auge lasse. Ja, das wäre sehr in unser allen Sinne. Aber was noch viel wichtiger ist, wie kam es überhaupt zu diesen unfreiwilligen Tanzanlage? Das weiß ich hier leider immer noch nicht. Es ist ja passiert, als ich mich kurz entfernt hatte. Ich hab's genau gesehen. Als wäre das heiter mit einem böser Geist in sie gefahren. Erst bechern sie fröhlich ihren Wein und plötzlich tanzen sie wie verrückt los. Die waren einfach alkoholisiert, oder? Wein? Ja, diese Kakteen wissen einen guten Tropfen wirklich zu schätzen. Zu schade, dass sie nicht sprechen können. Ich würde mich zu gerne mit ihnen austauschen. So von Kenner zu Kenner. Ich komme mir selbst etwas dumm vor, dass ich frage, aber vertragen Kakteen Alkohol? Das weiß ich nicht. Bei mir kriegen sie immer nur Mineralwasser aus den hohen Bergen Iskats. Die waren total betrunken. Ich habe ihnen nur Wein gegeben. Ist ja nicht so, dass ich ihnen das Zeug in den Rachen runtergibt hätte. Es tut mir so leid, wer hätte das ahnen können, dass besoffene Kakteen so durchdrehen. Na gut, wenigstens wissen wir jetzt, aus welchem Grund das jetzt im Verhalten war. Ab jetzt muss Mimira einfach nur darauf achten, dass unsere grünen Freunde abstinent bleiben. Da kann das doch was werden mit der Kakteen-Show. Und ich würde sicherheitshalber allen Mitgliedern des Komitees berichten, dass diese Fächer sich bei betrunkenen Kakteen als äußerst nützlich erweisen. Ja, das wäre gut.
Damit können wir diesen Fall endgültig abpacken und uns auf unser eigentliches Ziel konzentrieren. Der Besucher des Feuermodrehregens einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe, Maxi. Ich hoffe, dir bleibt noch genügend Zeit, den Feuermondregen auch etwas zu genießen. Sie sind jetzt abgeschlossen. Okay, schön. War doch ein kleiner süßer Quiz. So, Held der Hitze. Was kann ich jetzt bei dir machen? Sturm? Kaufen wir mal, oder? Knallte man? Feuerkreisel? Und ein Ballon für 5000? Ich weiß ja nicht, was man... Achso, neuer Begleiter ist es. Okay. So, Inventar. Kampai! Woo, Buddy! Okay, ich brauche von diesen Dingern 99 Stück. Die Frage ist nur von welchem. Ich brauche diese Dinger! Das war eine gute Investition. Definitiv. So, ich will eigentlich nur wissen, was es mit dieser Bühne da hinten auf sich hat, aber irgendwie habe ich Angst davor, es herauszufinden. Wahrscheinlich an, da explodiert ja immer alles. Okay. Jetzt können wir aufhören, was dieser lustige Kurz ist. Oh, ich befürchte Schlimmes. Okay. Das sind ja Bomben! Ja, genau! Alter! Wo soll das freundschaftlich sein? Wollt ihr mich umbringen? Eins, zwei, drei. Ui. Ui. Nee. Das wird nichts werden. Ich schaue nicht mal gerade hier zu gehen. Ich wusste gar nicht, dass es Spaß macht, sich von Bomben treffen zu lassen. Wow! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Ach so! Das war jetzt gar nicht das Offizielle, das habe ich jetzt einfach nur so zum Spaß gemacht. Na cool. Kann ich jetzt nochmal machen, ne? Gibt's hier Preise? Kann man da was gewinnen? Ich check das alles nicht. Hey Leute, das gefällt mir. Oh, großer Bomber. Hey Leute, lustig. Sehr schön. So, und apropos, wir sollten ja auch hier in unserem Inventar... Nichts erinnert so schön, sondern nicht, wir stupste sie nur an. Achso, ich dachte ehrlich gesagt, das ist ein neuer Begleiter, die Bomber. Okay, dann eben nicht. Na gut. Toll. Wie komme ich hier wieder weg von der Insel? Es gibt keinen Wegkommen mehr. Hallo?
Okay, hier können wir auch nochmal hochlaufen. Kann ich mich killen lassen von den Bomben? Aber durch Speedrun. Schade, mit Flying Toggle wird es viel mehr Spaß machen. Er ist doch voll easy. Kann ich mir ja gar nicht warpen. Was macht ihr hier? Einfach eure Übungen, oder? Aber jetzt mal auf blöd, wir kommen hier echt wieder weg von der Insel. Hallo! Okay, die warpt mich aber auch noch zur Ziellinie. Naja, egal, Leute. Wir haben auf jeden Fall das Sommerfest hier überlebt. Es war ganz lustig. Nette Sidequest hier. Ich würde sagen, dann sind wir mal wieder ready, dass wir beim nächsten Mal dann auch wieder mal mit der Hauptstory beginnen. Weitermachen, denn die haben jetzt ein bisschen hier... Bui, Kampai! Haben wir jetzt beim letzten Mal immer ein bisschen ignoriert. Und beim nächsten Mal, denke ich, werden wir dann mal hier wieder in die Vollen gehen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.